Das war's, ne? Haben's geschafft. Wir haben hier Fische gefangen. Insgesamt 7 Stück. Einen verloren davon. Du. Ne, stimmt nicht. War deine Route, aber er ist mir geschlitzt. Soll ich mir den Schuh anziehen, dass ich hab extra so gerubbt? Seht ihr das im Video? So? Das macht er nachts auch ganz gerne. Wenn ich dann schlafe, dann piept er so einmal. Hat er die leicht angehoben und angedreht, damit ich nichts fange. Boah, das wäre, ey, wenn ich so einmal erwische, dann müsste man eine GoPro aufstellen und mich erwischen, Alter. Was ist das jetzt hier eigentlich für eine Konstruktion? Das geht. Das Moven für Fortgeschrittene, oder? Da haben wir ja auch keinen Bock drauf. Die Karre ist komplett voll und dann noch das Boot wieder ablassen, aufpumpen. Da kann man mitfahren. Super, so hänge ich dich hier ran. Da ist sogar noch Luft, da kann noch einer liegen. Ja klar. Weiter geht's. Scheiß Handbremse. Jetzt filmt er wieder, Alter. Ich schlag dir die Kamera irgendwann kaputt. Warum filmst du immer? Hier ist schwer, jetzt wird es noch schwerer. Geil, einkaufen waren wir gerade. Das haben wir uns nicht nehmen lassen. Eis, kalte Cola, Baguette. Mega wunderschöner Platz, guck mal. Allein die Bucht da unten, das Holz hier in der Ecke, Hammer. Sitzen auf so einer geilen Spitze. Da hinten sind sie am Nacktbaden. Alle da. Da habe ich Bock drauf. Das Boot haben wir auch noch verloren, ne? Jetzt schon wieder? Vorhin in der Stadt, Mann, auf der Straße, ey. Scheiße. Das war schon ein harter Tag heute. Mal gucken. Und wie schnell die Zeit vergeht, ne? Krass, nichts. Nichts gemacht, späten Nachmittag. Na los. Wir rödeln aus. Dann Routen fahren. Wir rödeln aus. Also dieser Platz, der ist wirklich so schön. Wenn wir hier auch noch Fische fangen, dann sage ich, das ist echt, dann, das ist das Nonplusultra. Echt malerisch hier. Also der Platz ist, du kannst alles befischen. Ich habe eben gerade sogar einen Karpfen gefilmt mit meinem Handy. Hinten hinter uns ist so eine Krautbucht. Da sind allerdings, da waren auch Schleien, das sind kleine Karpfen. Da habe ich jetzt schon 2 gelegt. Benny hat auf ganz Long Distance, ich glaube 300, 320 Meter auf der anderen Seite, in dieses unendlich viele Holz, was wir hier in dem See haben, hat er 2 schon gelegt. Ne? Ich lege da jetzt auch eine und will euch das mal zeigen, wie ich das mache. Also hier mit einem ganz, ganz schweren Inliner. Benny fischt ja immer Safeties. Einem sehr kurzen Vorfach und einem 35 Lipsig Cortex ist es, glaube ich, gewesen. Ich werde jetzt auf Nummer sicher gehen und mache dann Schneemann drauf. Nehme jetzt hier mal hier von Fischfutter. Nehme ich mal so einen Buddha mit so einem ganz hellblauen Remi-Demi obendrauf. Aber das ist es nicht, darauf kommt es nicht an, Leute. Das ist jetzt einfach nur, weil ich möchte einen sehr harten Hakenköder wähle ich, der gut verdichtet ist. Wenn ich jetzt hier mit so einem, ich habe ja auch den Körnerfutter oder so ein Birdie, dann ist der morgen ab. Ich denke, es wird hier nochmal richtig knüppelhart. Allerdings werden wir hier, wenn wir fangen, höchstwahrscheinlich größere Fische haken. Wichtig ist, dass wir es rauskriegen. Ich denke, heute schaffen wir es nicht mehr. Der ganze Tag ist schon wieder um, die Sonne geht unter. Es ist halt eine wahnsinnige Plackerei hier mit dem ganzen Equipment. Wir waren dann heute sogar noch einkaufen, weil Benny wusste, dass ich ein bisschen Cola brauche. Benny hatte nur noch eine Zero, glaube ich. Und dann sagt er, Mensch, Mike, scheiß doch drauf, dann fahren wir im Einkaufen, holen noch Cola. Haben jetzt frisches Baguette, werden heute Abend wieder gut speisen. Und ich versuche hier mal eben den Hairstop reinzumachen, dann kann ich euch das mal zeigen.
So, viele wissen es ja schon von euch, ich liebe Schneemänner oder ich fische für mein Leben gerne Schneemänner. Und das hier ist jetzt ein ganz, ganz simpler Trick, aber für mich enorm wichtig. Also, ich schätze mal, 90% der Angler stechen den Boilie gerade durch. So, dann wäre das jetzt alles ganz genau gerade. Aber das mache ich schon lange nicht mehr, sondern ich achte darauf, dass ich den so ein bisschen schräg durchsteche und den dann zur anderen Seite schräg. Und dann kriegt er nämlich einen gewissen Drall. Das merkt man auch schon beim Ablassen so, der dreht ganz anders. Und unter Wasser ist alles schwerelos und in der Schwerelosigkeit spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und so hakt sich vielleicht auch der ganz große Fisch, der vorsichtigere Fisch oder der schlauere Fisch. Also Leute, manchmal sind Kleinigkeiten entscheidend. Ja, und wir sind halt selber ultra heiß. Ne? Benni sagte eben schon, ey, wir müssen jetzt unbedingt was filmen und so. Ich so, ja, irgendwie 32 Grad, total heiß. Wir sind hier reingesprungen mit Köpper und drüben waren noch irgendwie zwei Mädels am Nacktbaden und so. Es ist halt auch für uns auch, muss man ja sagen, so richtiges Urlaubsfeeling, oder? Das ist schon geil. Hängematte hier hingehangen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen euch auch zeigen, was machen wir hier eigentlich. Also am Ende ist das hier eine Spitze. Benni wird das alles nochmal den Platz ganz genau abfilmen, das da reinschneiden für euch, wo man, ich denke, mit 20 Ruten fischen könnte. Also das ist schon hier eine Top. Hier kann man richtig viel machen und genau das müssen wir auch, weil wir wenig Zeit haben und werden jetzt noch, ja, Benni hat zwei Liegen, ich habe zwei Liegen, nochmal jeder zwei Ruten verteilen. Und mal gucken, ob wir hier einfangen. Also, ich darf euch eh nichts über Ricks erzählen. So, da gibt es andere in unserem Team. So, das sind wirklich da Rick-Spezialisten. Ich war immer Instinct-Hunter, schreibe ich ja auch. Also für mich ganz klar 35 Lips. Hier 66er, also 0,66er, unser Snack von Fox. Und hier habe ich jetzt einen Vierer-Haken gewählt, den Shoddy-Haken. Und ganz, ganz wichtig, harte Boilies oder auch Tiger Nuts, damit das Ding 20 Stunden später immer noch am Her ist. Also wir fahren jetzt zusammen raus und jetzt zeige ich euch mal dieses krasse Totholz hier. Was ist das da hinten? Was ist das da? Tree Country? Looking, Tree Country. Und da sitzt aber auch einer. So ein Franzose. Guck mal da oben, die am Kull, das ist sein Carport. Hast du das eigentlich mal gesehen, da, wie riesig das ist? Da fährt er die Karren so unter. Was für ein geiler Place, wenn du da oben wohnst, ne? Boah. Haus am See. Ja, ihr seht das hier, Leute, das ist wirklich. Benni liegt ein Stück weiter oben. Man sieht hier auf dem Echo auch überall Holz. Und jetzt hört das gleich einmal kurz auf. Und habt keine Angst, dann auch direkt neben dem Holz abzulegen. Die großen Fische gehen da eh nicht rein. Und jetzt hört hier das Holz auf, das sieht man super. So, wir angeln genau jetzt von der anderen Seite. Ich muss sie auch irgendwie hier wegkriegen. Hier ist es jetzt 7,30 Meter und jetzt gucke ich einfach mal, Boot noch mal einmal ein bisschen anders drehen, dass ich jetzt gleich zum Camp zurückfahren kann. Ihr wisst, das mache ich gerne und da kommt schon wieder Holz. Da geht's los, also fahren wir jetzt wieder raus. Das ist jetzt so ein bisschen tricky. So, wieder Holz, nee. Muss ich noch mal zurück. So, natürlich möchte ich in der Nähe hier vom Holz liegen. Vielleicht gehen die Fische hier auch rein, orientieren sich dann am letzten Baum. Und jetzt müsste es eigentlich gleich aufhören. Ich stelle mich schon mal hin. So, jetzt kann ich schön gleich rückwärts drehen, ablassen. Durch die Pool sieht man das jetzt wieder nicht. Jetzt dürfte hier eigentlich kein Holz sein. Lass die schön langsam. Und hier ist gerade jetzt, hier ist gar kein Holz. Lass die schön langsam runter.
Ja, knüppelharter Boden. Au. Ja, aber das ist halt so. Und jetzt möchte ich es gleich nochmal anheben, wenn ich genau über dem Rick bin. So, super. Und hier wird es auch direkt tiefer. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt heben wir die mal einmal an. Ja, die liegt knüppelhart. Die lasse ich so liegen. Und das ist jetzt auch meine Route, wo ein bisschen mehr Futter rüberkommt. Und obwohl ich jetzt hier einen harten weißen Köder drauf habe, fütter ich jetzt hier Walfutter, also Krill, wie Benny auch, mit Tigernüssen gemischt, ruhig ein bisschen mehr. Und das sieht jetzt halt wild aus, aber lass die ruhig fressen, weil wenn wir hier einen Biss kriegen oder ich, dass sie dann auch mit mehreren Fischen hier länger drauf gefressen haben. Ja, das war's eigentlich schon. Und jetzt fahren wir diese 280, 300 Meter kerzengerade zurück zum Platz. Rolle zu, Hook and Hold und durch dieses Submerge, was wir fischen oder auch anderes Geflecht, null Dehnung und ihr habt sofort Kontakt zum Fisch. Und dann müsste das klappen. So, jetzt müsste das Rick hier direkt unter uns und so ist es hier. Licht es, ich hebe es jetzt nicht nochmal an, fütter aber trotzdem noch mal ein bisschen. Da kommen die Dinger hin. Hier zum Eingang noch mal so ein bisschen was verteilen. Der kann ruhig groß sein, der Platz. Richtig was hin und zurück. Und das war es eigentlich auch schon. Was soll das denn, Digi? Was ist das, Pomp? Ist das so eine Futterschleuder oder? Hab ich noch nie gemacht. Trockne ich sich mein Geschirr mit ab. Leute, aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt das Allerkrasseste. Oh nein! Jetzt Biss, Alter. Und dann. Das wäre böse. Nicht zum Essen. Ausmachen das Ding. Oh. Nicht zum Essen. Geil. Richtig geil. Wir haben es jetzt, glaube ich, nach, ist schon nach 10. Ja, guck mal, ja, boah, und ich sitze jetzt, glaube ich, seit einer halben Stunde das erste Mal, noch Routen gefahren, dann haben wir noch was gefilmt und einfach nur krank.
mega krank, wie dieser Tag wieder uns vorbeigelaufen ist. Ja, aber weißt du, die sagen immer, ja, angeln, das ist aber doch auch langweilig. Also langweilig wird das hier nicht. Nein, definitiv nicht. Und da wir abliefern wollen, werden wir, was heißt wollen, so, wir machen das ja auch so, wir lieben das Fische fangen instinktanter. So. Aber wir wollen dann auch nochmal einen draufsetzen und dann auch vielleicht nochmal einen größeren fangen. Und ich glaube, das wäre uns halt nicht gelungen, wenn wir sitzen geblieben wären. Wir hätten da sitzen bleiben können und hätten noch weiterhin Fische fangen können, auf jeden Fall. Aber somit zeigen wir nochmal was Neues. Und in dem Bereich vielleicht auch nochmal die Chance auf einen größeren Fisch. Ja, und vor allem auch wir lernen das Gewässer auch nochmal besser klar. Kennen, ne? Schönes Rinderfilet am Abend. Kurz vorm zu Bett gehen. Kurz vorm zu Bett gehen, das können wir wieder gut finden. Ja. Frau Holf, die mit dem Poppy. Remi Demi! Hängt schon fest? Der Afghane. Kommt. Da kröpelt er sich hier rein. Kleiner Mirror! Alter, krass, ne? Haken aufgebogen. Der war ja nun echt nicht groß, der Fisch. Aber daran, wenn man dann so oft sieht, guck mal hier, aufgebogen. Das hat doch nichts mit dem Fischgewicht zu tun. Komplett gerade das Ding. Der hang da gerade noch so dran. Was mit der Drohne über mir, ne? Jo. Fett, Alter. Ja, da hinten sind auch noch Fische. Da ist das Wasser jetzt so trübe, da geht noch was. Weitermachen! Hello. Hello. My name is Mike. How are you? I'm fine, thank you. My name is Martin. Look at this fantastic food. I never seen it before. You make it here at the lake? Yes. No. Yes, really? Yeah, my auto kitchen. And look at this tiny... tiny pitcher salad. Tiny pitcher salad. Also so könnte das gehen, oder was? So könnten wir starten. Darf ich schon snacken? Nein. Pass auf, wollen wir, ist das an? Ja, es läuft. Pass auf, dann machen wir es so. Ich habe gerade was im Zahn. Wollen wir nichts zu trinken da, ne? Oh, da geht er. Die Orange wieder, da hängt was dran. Oh, die Sonne ballert, Alter. Wie fangen wir jetzt an? Die Sonne ballert, genau so fangen wir an. Ja, es ist schon wieder fast Mittag, 11:30 Uhr, unser verspätetes, etwas dekadentes Frühstück. Was heißt das? Kann man eigentlich so auch nicht sagen. Also dekadent, ein bisschen Salat, ein bisschen Fleisch. Wir haben das halt mitgenommen. Wir haben alles zu Hause eingekauft. Jo. Damit wir hier nicht extra los mussten. Nur einmal Cola holen kurz und Wasser. Wo uns das Boot vom Dach gefallen ist. Nochmal jetzt. Das war auch krass. Naja, gut. Kann passieren. Ja, erzähl du mal was, Benni, weil die Nacht war ja für dich sehr ereignisreich. Ja, auch ruhig geschlafen habe ich nicht wirklich. Nee. Das, mich hat er pennen nicht, lassen. Der erste kam. Es hat gar nicht so lange gedauert. Es hat ewig lange gedauert, gestern, bis wir mit allem fertig waren. Es war nachher, glaube ich, 10:30 Uhr, als
Als ich echt mal zur Ruhe kam, ich hier hingesetzt habe. Ja, halb elf, ja. Als wir das Abendessen gemacht haben, da hatte ich noch vorher eine Route, wo ich gar nicht wusste, wohin jetzt damit. Boah, und dann sagtest du ja auch noch da hinten in der Bucht, da hättest du was gesehen. Ich sage, ja, die sieht auch nicht schlecht aus, hätte mir die angeguckt. Wäre jetzt so das Einzige gewesen, wo ich gesagt habe, das macht noch Sinn, weil jeder da eine, du hast zwei in der Bucht, ich habe eine hier vor Holz. Und da hinten wäre frei gewesen. Und da habe ich sie dann reingelegt. Da war so ein. Hot. Ja, am Ufer ist mega viel Kraut und davor ist so ein so ein großer freier Bereich mit lehmig hartem Boden. Da habe ich die abgelegt. Die lief heute Nacht zweimal, zwei Schuppis. Jupp, hat er aufgeholt. So, ich denke mal so an die 10 Kilo ran. Und gerade heute Morgen wach geworden, das erste Mal, kriege ich einen Biss hier vor Holz. Da habe ich die Kamera leider vergessen, weil da musste ich schnell sein. Zu trinken. Mike hat ja noch den Kescher gebracht. Ein Schuppi, denke ich mal, so mit ja, Runde, der war, so 11, 12 vielleicht. Denke ich auch. Sehen wir ja gleich. Genau, den zeigen wir euch gleich noch. Und kurz darauf hast du hinten einen Biss gekriegt, noch in der Bucht. Geile Drohnenaufnahmen. Leider ein bisschen verspätet. Ich habe dich noch drauf. Aber du hast mich aufnimmst. Aber wie ich den Fisch habe, ja. Ich will nicht mehr, da war ich zu spät. Habe ich dann gar nicht fertig machen. Genau, habe ich ja gar nicht mit ans Ufer gebracht. War ein schöner Spiegler, aber natürlich ein Lütten, ne? Vier Aktionen. Also, um es ganz kurz zu sagen, wir wollen ja die Großen fangen hier. Und hier gibt es große Fische. Wir wissen von einem unglaublichen Fisch, der fast 30 Kilo hat. Da fehlen halt nur zwei, ja, wenn überhaupt, je nachdem, ob sie jetzt noch Hamse abgeleitet. Wir sind uns immer noch nicht sicher, der eine Fisch war voll. Die Milchner spritzen alle Milch auf die Matte. Das machen sie aber nach dem Laichen auch teilweise noch, dass noch Milch nachkommt. Was mich so ein bisschen skeptisch gestimmt hat, war der eine Schuppi hatte Laichausschlag. Mhm. Wenn du da so rübergegangen bist, noch diese kleinen harten Knubbel, dann sind die hier, weil das Ding ist tief. Und wir fangen die meisten Fische, wie gesagt, flach. Die großen haben wir noch nicht. Wir haben aber tiefe Ruten liegen. Wir haben richtig tiefe Holzruten. Eine haben wir gestern gezeigt, wie wir die gelegt haben. Ich werde heute noch mal eine umlegen. Vielleicht da hinten noch eine reintauchen, wo wir die Fische gesehen haben. Am Ende, Benni, habe ich ja heute Morgen schon gesagt, wenn der ganz dicke jetzt nicht beißt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Weil hier ist es paradiesisch schön und wir sind zwar die ganze Zeit so ein bisschen unter Strom und machen immer was, also es war uns noch nicht langweilig, diese Hängematte. Ich glaube, da habe ich 5 Minuten drin gelegen und du keine 10, wenn überhaupt. Also, und wenn, dann schaukelt er, weil wir nervös sind. Und wir wollen natürlich, und Benni ist immer dann nervös, wenn, ja, jetzt, das sind nur kleine Fische, klar. Ja, man denkt immer, man müsste jetzt hier so einen richtig dicken abliefern. Nee, musst du aber nicht, weil die fängst du privat und ich auch und so. Wir fangen hier Fische, wir zeigen diesen Lifestyle. Also 4 Tagen ist auch nicht mal eben ohne, da kannst du nicht einen großartigen Futterplatz aufbauen. Nein. Oder wir wollen die hier fangen, wir wollen hier was Schönes zeigen, aber man selber setzt sich natürlich immer unter Druck. Entschuldigung, jetzt esse ich, jetzt rede ich mit vollem Mund. Ja, nicht schlimm. Aber wir fangen diese Teile hier, wir lassen es uns gut gehen, wir wollen nicht unterhalten, euch zeigen, wie wir vorgehen. Und am Ende soll es für euch unterhaltsam sein. Klar, ein Dicker ist immer schön, das ist auch immer das Ziel, aber trotzdem eine geile Zeit hier. Klar ist das Ziel, vielleicht kommt er ja auch noch. Benni wollte, wir haben heute Morgen schon gelacht, wollte mich beim Tauchen filmen nachher, wie ich wie so ein Wal versuche, da runterzukommen. Aber ja, lass uns das doch einfach machen. Zeige ich euch mal, ich grab dann das Blei ein, vielleicht geht das mit der GoPro, dass man das mal zeigen kann. Wenn ich halt runtertauche, hier ist überall Lehmboden. Das liegt da, ich hatte 2 Bisse. Ich drücke die dann halt ganz tief in den Lehmboden rein. Und du weißt, wie Lehm ist, das kriegst du halt. Die haken sich unheimlich gut. Mike sagt schon, aber kommt der da nicht mehr raus. Die kommen, wenn das ein kleiner Fisch ist, kommt der halt schwer aus diesem Lehm raus. Ne? Das ist hier sehr wichtig, denke ich, dass man die Ruten sauber gelegt bekommt. Also, dass die nicht im Holz liegen und da irgendwo oder im Kraut. Sondern, dass man sich wirklich auch die Mühe macht, habe ich auch. Dass man eine Stunde oder was weiß ich, meistens dauert es nicht mal so lange, am Ufer wirklich das Ufer abfährt. Und auf einmal ist da ein kleiner Sandfleck zwischen dem Kraut und da liegt ihr dann auch goldrichtig. Es ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes wie zu Hause an euren Seen. Jetzt haben immer viele so Angst, boah, so ein Riesenwasser, der hat jetzt, keine Ahnung, was hat der, 500 Hektar? Also die wird er haben, also müsste man mal googeln, würde ich gleich der mal. Der hat jetzt Vollstau, der ist riesengroß, aber die Wasserfläche beschränkt sich natürlich. Jetzt ist noch nicht Hochsommer, die Temperaturen sprechen zwar dafür. Was auch noch ist, wir haben bis auf den einen Schuppi von mir ausschließlich Milchner gefangen. Mein Handy denn jetzt? Ja, haben wir. Keine Rogner. Gar nicht, ja, der eine Schuppi, das war der Rogner, sonst gar nicht. So, es beschränkt sich dann halt auf die Randbereiche. Du hast hier mega viel Holz, wir haben hinten viel abgefischt, hier jetzt extrem viel Wasserfläche, also fast bis zum Ende des Sees runter, da ist alles voller Totholz, da liegen Ruten, hier liegen Ruten. Also insgesamt ist das ein Kilometer Fläche, den wir hier abdecken, weil da sind es 400 irgendwas, da sind es 320 in die Richtung, gerade.
Also wir decken hier im unteren Teil schon viel ab. Und zu seiner Entschuldigung, hier sind keine anderen Angler. Ja. Da kann man das natürlich auch machen. Also wenn da drüben jetzt einer sitzen würde, gut, dann kannst du halt da keine hinlegen. Aber mach das auch ruhig. Ich sehe immer wieder Leute, in Frankreich haben wir auch drüber gesprochen, da kommst du auf so eine tolle Landzunge und da vorne sieht es halt richtig beautiful aus. Ja. Und dann haben die dann Haarmarker stehen oder zwei direkt vor Holz und dann liegen da halt vier Ruten auf so einem Vierling drauf. Und das, denke ich mal, würde uns hier jetzt nicht einen Blank bescheren, aber dann fährt man halt nach Hause und denkt, zwei, drei Fische. Alter, wenn überhaupt. Ja. Hast du noch einen verloren, hast du noch Pech, hast einen gefangen, einen verloren oder so. Und das ist dann richtig scheiße. So versuchen wir halt immer strategisch die Routen gut zu verteilen, um zu merken, okay, da läuft es vielleicht, da könnte man noch einmal eine hinlegen in den Bereich irgendwie. Jetzt haben wir gemerkt, der ganze Bereich da hinten hat uns die Fische gebracht. Der Rest ist komplett tot. Stellt man sich die Frage, wo sind die dann? Also ein paar Fische sind hier auch drin. Ja. Aber wir gehen nicht davon aus, dass sie jetzt in diesem großen Hauptkörper da hinten im tiefen Wasser stehen. Nein, da würden sie ja auch nicht laichen oder so. Nee. Das würde ja auch nicht gehen. Hm. Zeig du doch mal deine Schuppis. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Nö. Pass mal auf. Also wir freuen uns darüber. Wollen wir ein bisschen privat noch essen? Ich komme mir immer so vor, es ist aber auch so lecker. Ja klar, man muss immer so ein bisschen hier. Ach, ja. Oh, was, da ist der Schuppi, der will auch raus. Leute. Benni. Sind schon ruhig die Fische hier, ne? Ja, klar. Da ist er. Der Doppelschlag aus der Nacht. Aus dem Krautfeld. Zwei solche Schuppis. Schöne Fische. Und sie haben schon doch schon deutliche Laichspuren. Man sieht es auch bei dem anderen. Da fehlen Schuppen. Die sehen schon wieder so ein bisschen verheilt aus. Ja, das finde ich nämlich auch. Man sieht bei dem zweiten hier, obwohl das war der, der kleinere kam zuerst. Das ist er. Hier, und wenn man hier rüber geht, das ist schon älter wie eine Woche, sag ich. Also die sind mit dem Laichen durch, da sind wir uns jetzt sicher. Haben noch minimal Laichausschlag. Oh, jetzt, ich halte ihn schon. Jetzt kann der Dicke kommen. Oh, guck mal. Hier komplett zerfranst, die Rückenflosse von dem. Das verheilt auch schon langsam wieder. Nimm den noch mal. Ja, das ist der größere von den beiden. Scheißen jetzt auch hier die Nüsse und die Boilies auf der Matte aus. Das ist ja nicht schlimm, das ist so. Sind natürlich wild. Und kommen jetzt wieder rein. Jetzt zeige ich euch noch den dritten im Bunde. Den größten, der am Holz gebissen hat. Ja, Mann, das sind richtig geile Fische, Mann. Yes. Weiter geht's. Jetzt kommt der große. Oh, und da ist der dritte im Bunde. Nicht viel größer, aber ein bisschen. Schöner, makelloser Schuppi. Hat direkt vorm Totholz hier vorne gebissen. Keine Chance gehabt reinzugehen, konnte ich sicher vom Ufer aus drillen. Ja, so kann es weitergehen. Der Platz hier ist sehr ufernah. Ich sag mal, das sind, keine Ahnung, 40 Meter von der Spitze, die wir sitzen, haben wir so einen großen Wald unter Wasser. Und da kann man perfekt vorfischen. Da kam schon, wie gesagt, der größte Fisch von heute Nacht. Und die Rute wollen wir jetzt wieder direkt ablegen. Ich habe mir einen kleinen Punkt gesetzt auf meinem Echolot, dass ich genau weiß, nicht jedes Mal wieder neu loten muss, wo das Holz anfängt. Setz mir dann ein bisschen Welle direkt den Marker hier vorne. Dann kann ich das Echolot auch schon wieder ausmachen. Ruder mich ganz gerne ran, um Batterie zu sparen, ist ja auch nicht weit, um dann mit dem Motor wieder zurückzufahren. So, schon mal das Futter aufmachen. Uns treibt es jetzt auch wieder direkt recht schnell weg hier. Und werde das Ding jetzt direkt hier am Marker, also so 5 Meter. Bob. Liegt richtig hart. Das gefällt mir gut. Futter auch schön großflächig. Auch ins Holz rein, da ziehen die Fische 100% durch. So.
So, dann nur noch kurz zurücksetzen, auf die Schnur aufpassen. Dann sammeln wir kurz den Marker ein. Und fahren dann. Ich habe immer eine Finger auf der Spule, damit die Schnur richtig schön straff abläuft. Fahr dann kurz die paar Meter zum Platz zurück. Und dann liegt die Route wieder top am Platz. Das reicht. Bremse schön zu. Wie gesagt, immer darauf achten, dass die Route hier richtig schön im Buttgrip sitzt. Jetzt hat er nur das bisschen Spiel vom Swinger. Und das war's. Fuck. Soll ich mit dem Boot kommen oder? Nee. Boah, wie krumm die ist, Alter. Da weg. Hängt! Nein! Da! Boah. Das ist ein großer Fisch. Ja, da ist das Ding. Kommt denn da jetzt erstmal weg? Ich komme mit dem Kescher frei. Ah, weiß ich nicht. Doch, doch, der ist frei. Hier, nimm mal die Kamera. Das ist der erste gut. Jetzt ist das da. Da, wir müssen vor Holz. Sie kommen rein. Noch merke ich, glaube ich, Holz. Ach Quatsch, der ist raus. Das ist ein richtig guter Fisch. Der ist doch schon rum da. Ja. Hast du Kescher hier? Nee, hol ich. Ich laufe eben zurück. Da vorne kommt ja auch ein Baum. Hey, ich laufe. Alter, hier durch die Disteln, Alter. Geil! Das war's, die Erlösung. Zack, zack, zack. Da rennt der ab auf einmal. Nachmittags. Ich mit dem Boot hin. Fahr ich mit dem Boot? Komme! Scheuche ich den hier weg? Hier, nicht, dass der hier drin ist. Da ist er doch. Der ist gut. Der ist gut. Ja, sicher, Digga, sag doch nicht klein. Fahr aus, das Ding. Ja, was für ein geiler Fisch. Guck mal, der schwimmt mir in Cash. Oh! Ja, der ist kein Riese, aber Benny, Alter, wie geil! Kette macht der. Guck mal, oh, wie hell der Fisch ist. Wie der Gas macht. Hey, ich lass mich hier so, vielleicht kann ich ihn keschern. Geht das? Komm noch rein, das ist doch geil. Guck mal, was für eine geile Kameraeinstellung. Jetzt! Genieß es mal, Digi! Wow! Ich komme mit der Net. Guck mal, was die Power haben, wa? Jo, der hört gar nicht auf, Kette zu geben. Jetzt. Yeah. Hey. Zack. Oh, wie hell. Ist das geil, Alter. Guck mal. Mega Hintergrund. Ich gehe mal ein Stück zurück. Die Färbung an. Boah, Benny, Alter, das ist eine Perle. Und guck mal, wie schön der ist. Geh mal ein bisschen näher. Hammerfisch. Geil. Der Südkoreaner holt auf. Fett.
Jo, da kommt er zurück. Ja, die Färbung ist echt grandios. Als wenn der immer heller wird. Guck mal, wie das Wasser, wie der Grund, dieser Lehmgrund von oben. Du musst dich doch gar nicht tarnen, weil... No cellure. Warte. 3, 4, 5, 6, 7, Junge. Nur noch ein. Dann ist er dran. Du bescheißt doch. Nein. 2. Wie steht's jetzt? 6, 7. Ich hab den auch noch gehabt morgens. Ja, das war dein 7. Stimmt, da hast du recht. Alter, 7 zu 6. Ja. Jetzt muss der Indianer wieder eine legen. Hier, komm, das ist gleich das Stichwort. Er sitzt hier schon und will wieder Ruten legen. Nimm mal deine scheiß Peitsche hier raus. Die fängt, Junge. Heute geht er. Da hängt er. Schöner am Grund. Fisch. Am Grund hängt er. Den nehme ich mit hier. So Leute, jetzt machen wir hier eine Badesession. Benni hat gesagt, wir wollen jetzt so ein bisschen planschen. Ja, pass auf, ich weiß auch nicht, dass ich falle hier. Boah, ist das geil. Gar nichts, Mann. Na, guck mal, das Action. Ja, Leute, es ist mittlerweile kurz nach 4. Benni hat diesen cremefarbenen Spiegler ja eben gefangen. Das war total schön. Danach ist nichts passiert, außer dass hier ein paar Mädels rumkamen. Die sind jetzt da vorne am Nacktbaden. Da gehen wir aber nicht hin, weil sowas machen wir nicht. Das gucken wir uns nicht an. Das ist nicht unser Stil. Wir machen jetzt, weil wir uns gesund ernähren, das ist übrigens alkoholfreier Rosé. Und der Benni, der macht sich Cocktails. Ist auch vegan. Vegane, alkoholfreie Cocktails. Und ich mache, boah, heiß, grünen Spargel. Den röste ich gleich, den brate ich gleich noch an. Schneide diese große Gemüsezwiebel auf. Ein bisschen was behalte ich über für unsere veganen Burger heute Abend. Weil da möchte ich auch, dass ich wenigstens ein bisschen Onion schmecke. Und hier mache ich, aber es ist echt geil, grüner Spargel. Mache ich jetzt gleich an mit Honig, zeige ich euch noch, Öl. Und dann kann man nachher schon mal so ein bisschen dippen. So. Auf geht's. Jetzt muss ja lachen, der Kamera. Ausmachen, Cut. Hier ist der Cut. Siehst du, vielleicht bin ich deswegen kein Fernsehkoch geworden. Alle haben immer gesagt, ey, du musst im Fernsehen kochen, aber da darfst du nicht rauchen und saufen, wenn du kochst. Das ist so geil hier, Leute. So, der wird jetzt hier, zeig das mal einmal, also ganz wenig, kann eigentlich jetzt schon aus. Die Zwiebel soll nicht mal glasig werden. Jetzt machen wir hier ein bisschen Honig. Nochmal geil, Benni, dass du Honig auch bei hast. Ganz bisschen Honig rüber. Dann Meersalz. Ein ganz bisschen bunten Pfeffer, nicht zu viel. Mit Schärfe haben wir ja schon unsere Probleme gehabt. Mach mal ein bisschen Sambal Oleg ran. No, no. Dann habe ich wieder Sprühattacken. Und jetzt ganz bisschen Balsamico. Den lassen wir da drinnen jetzt gleich erkalten. Das zieht jetzt ein bisschen. Olivenöl brauche ich noch. Habe ich hier meine Station. Richtig gutes Olivenöl, Leute. Der wird jetzt kalt, dann zieht der, dass der kalt nachzieht und dann mischen wir einfach nur den Feldsalat darunter. Noch ein paar Nüsse, Opinienkerne oder irgendeine Studentenmische, scheißegal. Und das ist so gesund und so geil. Frisches Baguette dazu. Dann nochmal eine Runde rausschwimmen heute Abend.
und am besten in 20 Kilo. Mann, ey, wir wünschen es uns so sehr. Ein Biggie Benny. Wenn du so eine, und so eine Scheiße, ne, die kann, und dann lacht er. Mach die Kamera aus und das will auch keiner sehen. Und diese Raver-Brille. Benny, Alter. Wir haben Corona, Junge. One hour later. So, jetzt haben wir den ziehen lassen. Der ist jetzt eiskalt. Den habe ich hier in die Kühlbox gepackt. Pinienkerne mit ein bisschen Speck angeröstet. Das dann noch rüber. In der Zwischenzeit haben wir hier natürlich nicht nur rumgesessen, der Benny und ich, sondern wir haben Routen gefahren. Hab zwei noch mal ein bisschen anders gelegt. Und jetzt snacken wir hier gleich so ein bisschen dran. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist echt so grandios. Wir haben noch so fettes Essen hier. Wir könnten noch mal, wir haben schon viel gekocht diesmal, aber wir kochen noch mal weiter. Ich denke, morgen gibt es ein Züricher Geschnetzeltes. Freut euch schon mal drauf. Schön mit Spätzle selbst gemacht. Die reibe ich hier so über so eine Reibe. Heute Abend. Hören wir hier fette ein Kapital, Burger. Darf das laufen? Nein, ne? Hä? Kapi? So sieht es nämlich aus. Okay, wir essen jetzt. Mach wieder aus, ist wieder kalt. Ich muss gleich noch Routen legen. Ja, musst du noch. Wenn du jetzt sagst, ey, warum filmst du das jetzt? Weil er sich mitten am Tag wieder ablegt. Nein, nicht mitten am Tag. Das ist jetzt 6:45 gleich. Es gibt eine gewisse Privatsphäre. Hier nicht. Doch. Soll ich dich mal filmen? So? Ich schlaf ja nie. Ich schlaf ja auch nicht. Ich habe mich kurz abgelegt. Also, mega geiles Licht, die Sonne geht gerade unter und nochmal so ein kleiner Spiegler. Oh, richtig schöner Abend heute, setzen wir den schnell zurück und legen die Route wieder.
Bucarius in Neongrün. Er liegt hier und wartet sie. Und er realisiert gar nicht, dass das schon das 7:7 war, weil er chillt den ganzen Tag nur. Aber nee, das wirst du sehen. Ich fange gleich noch an. Der klatscht genauso aus dem Wasser wie der Stör hier. Haha. Ich fange eh wieder den Dicksten. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Waiting, wishing, dreaming. Yo. Place to be. Oh, place to be. Yes. Und da ist er auf Futter, Alter. Jetzt schnell vor dem Holz weg. Guck mal hier. Oh. Boah, jetzt. Der hängt, Alter. So, Leute. Das kenne ich schon. Jetzt machen wir Folgendes. Das ist jetzt krass in so einer Situation. Ich lege ihn hier wieder drauf. Weil da reinzufahren, ich weiß genau, wo ich die abgelegt habe, der Winkel wird nicht besser. Wir warten jetzt, ob der sich wieder los. Frei rennt, nehmen die Route nochmal wieder auf, versucht hier raus, in der Zeit holt. Der Fisch ist noch dran. Merkt ihr? So, der Fisch ist noch dran. Jetzt laufen wir nochmal los. Wenn das jetzt gleich wieder nicht klappt, probiere ich das zweimal, dann gehe ich ins Boot. Vorher nicht. Weil dieses Holz, das wird nicht besser, wenn man darüber ist. Ich ändere nur den Winkel und der Fisch ist weg. Aber die Rutenspitze wippt. Ja, los, komm, nimm Schnur, nimm Schnur. So laffer wie jetzt die Schnur ist, denkt der Fisch vielleicht, ist ab. Und schwimmt aus dem Hindernis raus. Beziehungsweise kann natürlich auch noch weiter reinschwimmen, aber... Wir haben jetzt hier keine Wahl. Oh, bitte lass mich den fliegen. So, jetzt versuchen wir es mit dem Boot hier. Es geht nicht anders. Benni hat jetzt Le Moteur geholt. Gut so. Wir fahren jetzt zum Fisch. Das ist halt, wir haben jetzt auch die letzte Nacht, Benni einen Fehlbiss gehabt, bei mir ganz tot. Wir geben alles, Leute. Führe noch mit einem einzigen Fisch, ne? No. No, ist Gleichstand. Wann hast du den denn dann gefangen? Den heute Nacht hast gestern, du keinen. Gestern hast du die ganze Zeit geschlafen. Oh. Wieso, man muss auch mal schlafen beim Angeln. Sagt er erst Currywurst, dann lecker Burger, gar nichts. Hat sich eine Currywurst gemäht und dann hat er geschlafen. Als wenn du noch einen Burger hättest essen. Nein, das war mir klar, dass das zu viel wird. Guck mal, wo der hängt. Also steht jetzt wie ich für 7:7. Ja, dann mache ich den Polik jetzt. Den kriege ich jetzt raus. Ja. Da muss ja die Ruhe beibehalten bei den solchen Modellen. Wieso piept denn da was im Ufer? Ach, du hängst in einer anderen Schnur drin. Ne? Da ist er. Ich hab, der ist frei, du. Ja, Boot, du. Das. Und da ist er. Und er ist mein 8:7, Leute, das feiere ich hart. Sieht ja. Die Kescher gar nicht aus. Ja. Boah! Jetzt fahr doch nicht rückwärts, wenn der mir schlitzt, Digga. Der wollte den Kescher immer zusammenfahren. Und jetzt muss er da auseinanderstecken. Aber das ist hier. Da ist das. Da ist Cousin. Ui, guck mal, was der Kette macht. Ja, nun, da ist ein kleiner Fisch, darum geht es nicht. Hier geht es alleine um das Gewinnen. Alleine um den Sieg. Quatsch, das ist doch Quatsch. Mal guck mal, wo wir drillen, Männer. Das darf man, muss man noch mal sehen hier. Aber er will auch nicht. Bevor es jetzt peinlich wird, ja, es liegt daran, weil du immer rückwärts fährst, Mann. Ja, soll ich du Affe, ey.
Ich kann nicht auch ins Holz fahren. Ja, fahr mal ins Holz. Jetzt. Guck mal, was aber deiner auch schon, was der Kette macht, so ein kleiner Fisch. Jupp, Fulli. 8,7, Junge, du kannst nach Hause gehen. Nein, heute kriegst du deine Burger, versprochen. Sogar noch besser, ich mach dir sogar Burger und geschnetzelt. Weil ja. Morgen, Leute, müssen wir schon nach Hause. Und jetzt ist die Frage, moved man nochmal? Wir sind im Fisch, nicht viele Fische, auch keine großen. Den großen haben wir euch bis jetzt noch nicht zeigen können. Vielleicht zeigen wir ihn euch aber noch. Und da müssen Benny und ich gleich beim Frühstück nochmal länger drüber sprechen, was jetzt machen. So, und den zeige ich euch jetzt. Oh, der hat mal ein Schuppenkleid, wa, Leute? Oben leicht angeschossen. Ja, Schuppen sind grandios. Aber ein bisschen klein, kannst du nicht mal Oma und Opa Bescheid sagen, sag mal. Ne? Sag dem mal Bescheid vom Indianer. Flachkübel! Oder wolltest du ein Bild noch machen? Jetzt musst du mich so anschreien. Bökermann, ich wollte noch eine Fotosession machen. Fang noch einen großen. Weiter geht's. Mein Cappuccino schmeckt schon wieder. Meiner schmeckt besser. Eiskaramell, weiß nicht, was war das? Darf ich mal probieren? Ja. Der ist sehr lecker bei diesem Wetter. Wo hast du den versteckt? Der ist nicht so viele Den Typen. Wolltest du nicht. Nein, nein, ich trinke den hier. Leute, ja, jetzt bricht schon der letzte Tag an. So die letzten 24, knapp 24 ja, Stunden, nicht ganz. So kann man mehr sagen. Wir werden morgen Mittag irgendwann diese weite Rückfahrt in Angriff nehmen. Da wollen wir jetzt aber noch nicht dran denken. Ich hatte diesen einen Fisch noch heute Morgen. Den haben wir auf der GoPro. Benny hatte vorher einen Lauf, der ist angelaufen. Das ja, war's. Auch nicht. Ich glaube, da ist Kraut reingetrieben. Ja, weil das hat so ein paar Mal gepiept, dann war der Swinger oben. Ich bin ja gar nicht aufgestanden. Ich bin rausgefahren, da war gar nichts. Der Köder war top, da war nichts krumm, da war halt mega viel Kraut drin. Ich glaube, das war das gleiche. Heute Morgen war es jetzt nochmal. Das hat ein paar Mal gepiept. Die Schnur ist mega stramm, der Wind drückt da auch jetzt richtig rein, wo das ganze Kraut ist. Also den zähle ich mal nicht. Aber du hattest dann einen, der hat sich festgeschwommen, den haben wir mit dem Boot geholt. Den haben wir gekriegt dann, Gott sei Dank. Jo. Dann haben wir uns noch mal ein Stündchen hingelegt. Ich habe noch mal auch so mir viele Dinge durch den Kopf gehen lassen. Man könnte jetzt, oder wir sind immer noch am Überlegen, Benny und ich sind uns noch nicht sicher. Wir waren im großen, tiefen Seetal noch gar nicht. Das spricht aber komplett gegen alle Regeln da jetzt eigentlich hinzumoven, weil wir saßen erst unten in dem kleinen Teil im Schlauch, der Wind drückt da komplett rein. Wir waren nicht sicher, sind die Fische mit Leichen alle schon durch. So, dann haben wir da auch die erste Nacht gefangen. Ich hatte die schöne Zeile. So, dann sind wir hier hingegangen, haben auch die erste Nacht. Benny hat richtig aufgeholt, hat richtig viele Rans gekriegt. Auch, und das freut mich, auch im Holz tiefer. Der heute Morgen war auch tief im Holz. Der gestern Abend war auf über 10 Meter im Holz. Ja. Über 10 Meter. Die Fische checken das schon. Also das, Benny hat es ja eben auch schon, also wir haben uns unterhalten und er sagt, ja, die erste Nacht und dann, das ist ähnlich wie am Kassieren auch, weil von der Gewässerstruktur kann man die beiden vergleichen und wenn ich da diese Fallenstellerei damals betrieben habe oder du hast ja auch im Sommer mit Tigernüssen und so in den Buchten, dann fängst du da die Verstecker, so wie wir sie früher genannt haben, ein, zwei Fische und dann konnte man eigentlich moven. Ich erinnere mich an ganz viele doofe Gesichter, als noch diese Kassieren-Hochzeit war, wie die Holländer oder so, dann neben mir, die haben gedacht, der hat drei Fische gefangen, jetzt move der Kerl, warum? Mit der Gewissheit schon, dass da nicht mehr viel kommt. Jetzt haben wir unheimlich viel Gerödel dabei, wir wollen aber auch gar nicht faul sein. Natürlich kann man jetzt in den großen, tiefen Teil moven und wir gucken uns das auch gleich an, wissen nur noch nicht wie, ob wir mit dem Auto einmal hinfahren, das kurz hier alleine lassen, ob eine Person fährt, einfach nur mal da oben sich auch eine Viertelstunde hinsetzen, wo man viel Wasserfläche einsehen kann. Man stellt sich alleine vor, da springt dann ein richtig großer Fisch. Dann kann man natürlich moven und es da nochmal die letzte Nacht versuchen. Aber ob das richtig ist, Benny, was meinst du denn so vom Gefühl? Vom Gefühl her würde ich auf jeden Fall nochmal moven. Okay. Ich glaube hier, nach dem was jetzt war, weil was hatten wir gestern? Wir hatten gestern zwei Bisse tagsüber oder waren es sogar drei? Drei waren es. Davor Holz.
und da hinten. Ja, drei. Aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein, zwei kommen und das wird wieder dasselbe sein. Und dann war es das am Ende. Jetzt könnten wir aber moven und fahren in den anderen Teil und könnten natürlich auch blenken. Natürlich, die Gefahr besteht immer. Aber da glaube ich nicht dran. Das glaube ich ja. Aber gut, man wird es sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im tiefen Wasser dann da ganz auf die Schnauze fallen. Es ist noch weit bis unten. Ich denke, du hast das ein paar Mal drauf auch bei der einen oder anderen Einstellung. Ja, bis der Abend zu Ende ist. Ich denke mal so. Kilometer? Ja. Ja. Aber ich sag mal, ab 500 Meter fängt das Holz an. Da hinten das Holz, was unter Wasser steht. Wenn ich reinangle, ist zu weit. Das ist schon sehr weit. Ich war da. Aber es macht keinen Sinn, da jetzt eine Route vorzulegen. Ich habe weiter oben eine liegen. Irgendwann ist ja auch mal ein einziger Biss. Da unten kam kein Biss. Und dahinter ist nur noch Holz und dann ist diese Flachwasserzone. Aber dann läuft das da so aus, da ist halt gar nichts mehr. Du fährst dann ja auch praktisch, wenn du unten ins große Holz fährst. Über den Damm. Genau, und passierst noch zweimal Holz. Dann ist das allerdings immer, dann sind einzelne Bäume im Wasser. Und jetzt für euch mal, solange wie die dann weit genug auseinander sind und man gibt alles und sagt, komm, ich habe eine große Rolle mit, da habe ich auch 500, 600 Meter Schnur drauf. Dann kann man natürlich, wenn man sich das genau tagsüber anguckt, wo ist das nächste Holz, dort vorangeln. Aber dann muss man komplett eingespielt sein. Da muss man genau wissen, wenn diese Route läuft, ob man jetzt mit Freundin oder mit einem Kumpel unterwegs ist, da muss man sagen, wenn die läuft, die pumpen wir 10, 15 Meter da hinten weg. Wenn der Fisch frei ist, dann ins Boot, Vollgas mit dem Motor. Also damit vom Ufer irgendwas ranleiern. Geht halt nein, nicht. Das geht nicht. Schwere ja Angelei. So. Ich habe auf die Expander-Angelei bis jetzt ganz verzichtet, weil wir halt die Fische in den ganz flach in den Buchten hinten fangen und vor Totholz, wo wir da angeln. Hier recht gut vorangeln können. Genau, super vorangeln können. Man kann sonst Expander in Bäume spannen und muss sich vorstellen, man legt einfach einen Rig ab mit Snack, legt das ab und wenn man am Expander oben ist, also man macht die eine Seite, wickelt man um den Baum, der muss halt richtig Zug haben. Dann nur eine Schlaufe, den drehst du hinter klack, klack, klack durch die Ringe ein, hängst eine Schlaufe in den Expander. Dazu ist es hier auch zu windig jetzt, wenn du vorne auf der Spitze stehst, weil dann spannst du die Schnur und du hast eigentlich nur den Zug vom Expander, die wippt dann immer so. Mhm. Und das hört sich total strange an und man denkt, oh, so kann man doch nicht angeln. Aber das ist geil, weil wenn du hinfährst, der Fisch kann ja nicht weiter weg. Und dann geht der immer so, selbst große Fische, ihr wisst, wie viel Zug auf diesen Expandern ist, und kommt immer wieder zurück. Und wenn man sie dann ausklingt, am besten macht das immer der Partner, dass der sagt, ich klinge aus, wenn man alleine ist, wird es ein bisschen schwerer. Raus, die Schlaufe aus und dann natürlich. Gleich hoch. Ja. So haben wir es ja im Montbell auch gemacht. Das kennt man auch aus Videos, diese brachialen. Aber das geht nur, wenn das Holz nicht zu dicht ist. Wenn du einen freien Fleck hast, wo der nicht nach links und rechts kann und du den Expander darüber befestigen kannst. Du kannst den ja jetzt nicht, macht das nicht, dass da ein Baum ist. Ihr macht den fest und da legt ihr überall ins Totholz. Nein, weil dann wickelt er sich über die Stämme. Das geht auch nicht. Das geht auch nur an gewissen Stellen. Wir gucken uns die schon genau vorher an. Aber die würde man hier finden. So, dann sitzt du hier natürlich abends im Wind und dann piept das die Nacht immer mal wieder. Dann hast du bald. Da kannst du die Sensibilität auch ganz runterstellen. Das geht an so großen Gewässern dann im Vollwind nicht. Ach Leute, ey. Ich denke, es war auf jeden Fall schon interessant, auch die Angelei, wie wir hier vorgehen und die Größe, ja, wenn man die Größe kann man nicht beeinflussen. Nein, eigentlich nicht. Allerdings gibt es in so großen Seen auch immer verschiedene Schulen und Bereiche. Am Ebro habe ich das extrem gemerkt, wenn du am Ebro saßt und saßt in einem Bereich, und da waren große Fische, dann hast du einen Durchschnitt gehabt, 18 Kilo, 21, 19, 17, so. Oder du sitzt dann irgendwo anders. Wo wir gedreht haben die da 10 Kilo, 14 Kilo, waren 15 oder 16 Kilo, dann geht's aber die meisten schon waren so 10 bis 13 Kilo halt. Ja. Und ich denke, das ist hier auch so, die müssen irgendwo sein. Wir haben ja jetzt nicht einen Rogen, also bis auf den Schuppi, wo wir vermuten, das war einer, haben wir nicht einen Rogen da gefangen. Bei den Kleinen, ja die sehen alle gleich aus. Den Schuppi-Rogner gefangen, ja. Aber ja, irgendwo dann werden welche stehen. Vielleicht sind auch hier welche und sie fressen gerade nicht, weil sie gerade geleicht haben und noch nicht. Sind seit ein paar Tagen erst durch. Das ist ja meine Angst, dass die so eine Woche durch sind. Und ich höre auch immer wieder bei uns in der Ecke, ja, jetzt sind sie mit Leichen durch, jetzt beginnt das große Fressen. Jein. Die brauchen dann eine Woche, ne? Oder mindestens 4-5 Tage. Die Fische liegen dann erst rum, sind im Arsch. Und dann, und wenn man dann so einen Wetterumbruch oder so hat, dann geht es halt richtig ab. Wir haben Fisch gefangen. Wir haben nicht wenig Fisch gefangen. Jetzt stell dir vor, bei der Anzahl, was hatten wir jetzt gesagt? 7, 15. 8, genau 15 Fische. So, 15 Fische, da hast du an so einem Stau eigentlich immer 4-5 richtige, gute
Dinger dabei. Scheiß auf Kilos, Leute. Ich habe es immer gesagt, das war her oder es ist herrlich. Wir werden heute nicht so viel vom Tag haben, denke ich mal, wenn wir jetzt gleich anfangen einzurödeln. Benni und ich besprechen uns jetzt nochmal. Jetzt sprechen wir mal ein ernstes Wort, wenn die Kamera aus ist. Klartext, ich gehe hier nicht weg. Ich wäre auch sitzen geblieben. Und wenn ihr dann seht, wie die da hinten einsteigen, dann bin ich der Erste, der morgen sagt, Digi, Alter, gut, dass wir gebucht sind. Aber ich glaube es noch nicht. Also, wir werden sehen. Der Indianer sagt nein, da unten sind sie auch nicht. Benni will noch mal ins ganz Tiefe. Jo. Beim Einpacken, Junge! Beim Einpacken! Wieder die in der Bucht, ne? Jo. Oh. Er hantiert hier rum. Ein schöner Fulli. Geil, Alter. Yes! Mega, Alter. Schönes Tier. Da geile Schuppen. Hammer. Wir haben uns dazu entschieden zu moven. Sind alles am Einpacken. Nur noch die Ruten, die liegen, stehen hier noch vom Auto. Die müssen wir reinmachen. Und dann, wie so oft, der Einpackfisch. Richtig geil. Zum Abschluss von diesem Platz. Oh, der ist noch richtig wütend. Aus dem Kraut gepellt. Boah, so ein richtig geiler Fulli. Ist ein Rogner. Ist leer. Komplett leer. Richtig aber, geile Schuppen. Aber wie leer er ist. Ja, das ist unser Einpackfisch. Ich hoffe für Benni, er sagt, es ist besser, wir moven noch mehr, wir fangen woanders noch mehr Fische. Yes. Geiles Teil. Schön. 8,8 hat er aufgeschlossen. Ja. Jetzt muss ich zusehen, Leute. Ja, los. Mega Fisch. Moven. Boot. Boot. Hängt schon. Hängt. Hängt. Boot. Jo. Boot. Wieder die Fischart. Komm hier hin. Wieder Fisch, Alter. Er hat die Bremse auch nicht zu. Nein, jetzt muss er, der war ja schon frei. Eben. Ja, aber dass er Schnur nehmen konnte, ist doch klar, dass er dann das Holz mäht. Die war zu. Die war nicht zu. Die war fast zu. Fast. You need to close.
fahr da so lang, weil ich muss. Ja, dann fahr ich gleich in deine andere Schnur, wenn ich am Bogen fahre. Alter. Das ist ein Mädel, das ist eingerödelt. Gucken erst mal, was da dran hängt. Vielleicht kommen die auch von oben. Gut, stopp. Das sind die Routen, die am weitesten liegen. Ist der frei? Zurück, zurück, zurückfahren, zurückfahren. Zurückfahren, rückwärts, rückwärts, Fisch ist frei. Fisch ist frei. Größere Fische jetzt oder was? Der Fisch steht gut. Kescher schon mal ein bisschen nass machen, den ziehe ich jetzt hier hoch. Schöpfe direkt ab, wenn er kommt. Kannst du ein Stück hinfahren? Oder warte? Ja, weil der ist, der kommt da schon, da ist er. Er will da rein. Warte, 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 warte. Ja. Ah, okay, 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 okay. Besserer Fisch. Jo. Jo. Nice, jetzt guckt euch das an. Es Schuppi. Ist Fisch ist frei, wir kriegen die jetzt hier. Und das ist jetzt die Sache. Wir moven trotzdem für euch. Wir rödeln jetzt alles ins Auto dann noch. Jetzt steht es gleich 9,8, wenn er mir nicht schlitzt. Damit habe ich wieder einen aufgeholt. Danke. Guter Fisch. Schöner Schuppi. Geht in dieselbe Kategorie wie der von Benny eben, denke ich. Aber guckt euch das an, das ist halt, und die Explorer hier im Drill, das ist ja Quatsch jetzt zu sagen, wow, das ist jetzt aber geil. Ich feier die. Kannst du jetzt halt auch kurz einschieben, ne? Dann hast du sie ganz kurz als 8 Fuß. Guck mal, wie er jetzt hier, das genießen wir jetzt mal ein bisschen. Jetzt hängt er in einer anderen Schnur. Keschern jetzt mal fit machen. Soll ich rückwärts ran? Ja, wenn du kannst, weil es steht wie Bombe. Und dann hole ich ihn jetzt hier hoch. Und jetzt kommt er hier direkt hoch. No, no, no. Der geht über Knarre. Körnerfutter. Der Birdie. Der Meisenknödel unter den Boilies. Komm jetzt hier ran. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Alter. Volle Übersprung. Da hat er gar keinen Bock drauf, ne? Hochzukommen. Ja, so überhaupt nicht. Tiefes Wasser. Und der geht ja weiter, ne? Das ist halt das Problem. Und dann schlitzt dir so einer, wenn du den jetzt. Haben wir gleich das Problem, dass wir bei mir nicht schnell noch segeln. Ich fahre ein bisschen gegen. Ja, ich sehe. Alter, das ist halt scheiße. Hast du wieder gesehen? Ja, du hast zu viel Schnur drauf. Reicht, reicht, reicht. We have time. Yes, yes. Den kannst du gleich, wenn wir so weitermachen, können wir den gleich vom Ufer drillen. Ja, sobald du dann über die Fische kommst, kriegst du die frei, ne? Mhm. Alter, jetzt wird's aber gleich langsam wild, Alter. Fuck. Hast du gesehen? Ja, die ist zu voll. Die spult ja nicht mehr, die rutscht rüber. Ja, du bist dann andere Fische. Ja, ist nicht schlimm. Da ist das Ding, jetzt kann man. Warte mal. Warte, soll ich vorfahren, dass du unter durch kannst?
Da ist sie. Ja, ja, warte. Und jetzt? Hier ist das Modell. Wir haben den Baum jetzt. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückkäschen, haben wir einen vor deiner Schnur. Ja, auch reicht. Zieh ich den jetzt hier so hin. Jetzt reicht's auch. Ja. Da ist er. Da ist das Modell. Jo, geil gekeschert. Abgeschossen. Nice, my friend, Alter. Subi. Den haben wir. Keine Schnur reingehackt. Da fahren wir jetzt schön mit rum. Hey, ist das Modell. Oh. Oh, das ist doch nice. Da ist auch so eine Beule unten dran. Jo. Ja, der Einpackfisch. Benni, das ist der Einpackfisch. Ich habe auf, also wieder zum 9:8. Bin ich jetzt ein im Voraus für den neuen Platz und jetzt passt auf. Sie sind richtig leer. So einen Fisch zu fangen, wenn er voll ist, ist nochmal was anderes. Hey, Baby. Yes, da ist er nochmal wild geworden hier. Voll ran, Alter. Ich glaube, wir haben es auf der GoPro. Krass. Guckt euch die Maschine an. Und der war halt noch voll vor anderthalb, zwei Wochen. Und jetzt ist so ein Fisch leer, aber trotzdem. Das ist da, wo wir hinwollen. Da haben wir Bock drauf. Jetzt haben wir gleich alles im Auto. Gut, dass das Boot noch da war. Wir wollten gerade das Boot einpacken. Jo. Da hat sie sich verneigt, die Explorer. Aber wie, Alter? Und Benni sagt, du hast jetzt hängt er fest, weil du die Rollen nicht zumachst. Und kenne ich noch ein paar Jungs, die mir das vorhalten zu Hause. Die sagen, mach komplett closed. Aber das sind auch immer die, die Routen verlieren. Ich lasse immer so. Never. Never. Aber es gibt genug, die sie verlieren. Und ich frage mich immer, wie. Ja, los, Leute. Einpacken. Yes. Yes. Trotzdem angle ich dich ab. Machst du nicht. Neun zu acht. Wir haben so einen weg, Alter, als würde es eine Rolle spielen. Ah, trotzdem, das macht uns so ein bisschen... Ich will schon wieder rudern. Kannst du gleich genug? Ja, mache ich. Batterien alle, ne, bei mir. Ja, sagt der ja, die eine Batterie ist alle, die lassen wir im Auto. Da rühre ich noch ein bisschen mit. Oh, guck mal, unsere Matte ist weg. Hol ich sich. Feuerzeug treibt da hinten rum.